Die meisten Menschen auf diesem Planeten, wie bewusst sind sie? In der heutigen Welt? Ja, in Los Angeles. Du verbringst Zeit hier. Oh, nehmen wir die ganze Welt. Ich möchte kein Urteil über Los Angeles fällen. In der ganzen Welt ist es leider ein sehr kleiner Prozentsatz, ein winzig kleiner. Warum ist das so? Wie kommt es, dass die Menschen nicht bewusst sind? Der fundamentale Grund liegt darin, dass sie sich selbst zu ernst genommen haben. Sie verstehen nicht, dass sie nur eine kurze Erscheinung auf dem Planeten sind. Sie werden auftauchen und wieder verschwinden, aber ein großes Aufheben darum. Was ich bin, ist zu wichtig geworden. Was ich bin bedeutet, meine physische Form bin ich, im Grunde genommen, nicht wahr? Wenn also meine Begrenzungen sehr wichtig werden, gibt es keinen Weg, bewusst zu sein. Du wirst dich nur selbst zerstören in dem Prozess, egal wie sehr du dich bemühst. Der einzige und alleinige Grund, warum die ganze Welt nicht von Natur aus erleuchtet ist, sie nehmen ihr Leben tot ernst. Sie sind nicht zur Ruhe gekommen im Leben, sie nehmen es zu ernst. Schau, ich meine, ihr habt gerade erst den Inner Engineering Online-Prozess durchlaufen. Wenn man das Sonnensystem selbst betrachtet, in diesem Kosmos ist dieses Sonnensystem ein kleiner Fleck. In diesem Fleck ist der Planet Erde ein Mikrofleck. In diesem Mikrofleck ist Los Angeles ein Super-Mikrofleck. Darin bist du ein großer Mann. Das ist ein ernsthaftes Problem. Es ist kein kleines Problem. Wenn du also dieses Problem kreierst, kannst du nicht bewusst sein. Du kannst nur geistig wach sein, denn es dreht sich alles ums Überleben. Je geistig wacher du wirst, desto mehr neigst du dazu, wie ein fleischfressendes Tier zu werden. Du weißt, ein fleischfressendes Tier ist geistig sehr wach, weil es jeden Tag seine Nahrung jagen muss. Weißt du, ich habe so viel Zeit im Dschungel in Indien verbracht, du musst einen Tiger sehen, wie wach er ist, wie hell wach er ist. Denn wenn er nicht hell wach ist, wird er keine Nahrung bekommen und wird verhungern. Er muss super wachsam sein, um sich sein Futter zu verdienen. Die meisten Menschen glauben, Tiger können töten, was sie wollen. Nein, es ist sehr, sehr schwierig für ihn, seine Beute zu bekommen. Denn alle pflanzenfressenden Tiere sind schneller als er. Und sie schwitzen im Körper, so können sie länger laufen. Er kann nur einen Angriff machen. Bei diesem Angriff muss er fangen, sonst wird er heiß. Sein Körper wird zu heiß, er kann nicht gehen. Er sitzt nur hilflos da, weil sich sein Körper überhitzt. Ihr müsst das ganze Spiel beobachten, wie es weitergeht. Wie frustriert er ist, dass er sein Futter nicht bekommen kann. Er weiß, dass sein Energielevel sinkt und dass er mit der Zeit immer weniger in der Lage sein wird, sein Futter zu bekommen. Ihr solltet die Angst in seinem Gesicht sehen. Er ist also super wachsam. Das ist die Natur eines fleischfressenden Tieres. Wenn deine Wachheit, deine geistige Wachheit einmal in diese Richtung geht, wirst du wie ein Raubtier, immer suchend, was du kriegen kannst, was du kriegen kannst, was du kriegen kannst. Das kann auf allen Ebenen des Lebens sein, auf denen die Menschen involviert sind. Aber die ganze Zeit versuchen sie, etwas zu ergattern, weil geistige Wachheit das bewirkt. Ich sage nicht, dass man nicht wachsam sein sollte, aber wenn man bewusst und wachsam ist, dann funktioniert es auf eine andere Weise. Aber wenn du bloß deine geistige Wachsamkeit erhöhst, wirst du wie ein Jäger werden, die ganze Zeit auf etwas warten, auf der Lauer liegen. Und du hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, werden viele Menschen, die nach Bewusstsein streben, letztendlich nur geistig wacher. Und deshalb, wie kann man sich um mehr Bewusstsein bemühen, wenn es nicht etwas ist, an dem man arbeiten oder darauf hinarbeiten kann? Was ist der Weg? Sieh dir die Frage an, wenn du sagst, nach Bewusstsein streben. Wie wirst du nach Bewusstsein streben? Oder ich schätze, ein höheres Bewusstsein. Nein, in welche Richtung wirst du streben? Denn du bist Bewusstsein, nicht wahr? Wo liegt die Notwendigkeit, das anzustreben? Schau, wir können ein bestimmtes Maß an Kompetenz in der Welt anstreben.
Schau, wir können eine Fertigkeit anstreben, wir können ein bestimmtes Niveau an Kompetenz in der Welt anstreben, was uns ein wenig besser machen wird, bei was immer wir tun. Aber du kannst nicht nach Bewusstsein streben. Das muss zur Ruhe kommen. Nur dann wird es bewusst. Wird es sehr wachsam, wird es wie ein Tier. Ein Tier zu werden bedeutet nicht, dass etwas falsch ist. Aber auf der evolutionären Skala der Dinge gehst du rückwärts. Schau, der wichtigste Aspekt des Menschseins ist dieser, dass du die Art, den Umfang und das Tempo deiner Evolution bestimmen kannst, wie kein anderes Lebewesen. Das ist der wichtigste Aspekt des Menschseins, dass du die Art, den Umfang und das Tempo deiner eigenen Evolution bestimmen kannst, was kein anderes Lebewesen bestimmen kann. Für sie, die Natur treibt sie an, in welchem Tempo auch immer die Natur vorgibt. Das ist es, was Yoga bedeutet, Werkzeuge der Transformation, sodass du deinen evolutionären Prozess beschleunigen kannst.